Ich mag nicht früh aufstehen. Früh ist immer noch davon abhängig, wie spät man ins Bett gegangen ist. Ich denke darüber nach. Einmal zum Aufwand, bitte. S66 nach Essen Hauptbahnhof über Düsseldorf Hauptbahnhof. Also ich muss ja mittlerweile was sagen, eine relativ unbeliebte Meinung, aber ich travel echt nicht mehr so gerne. Früher fand ich es mega geil, das ganze Rumreisen, das Gefühl von Jet Set Life und was weiß ich nicht was. Mittlerweile empfinde ich es als Zeitverschwendung in vielen Fällen, muss ich leider sagen. Innerhalb des Reisegenres finde ich Bahnfahren eigentlich das Geilste. Das Problem ist nur, es ist immer in Deutschland mit super unangenehmen Problemen verbunden. Zum Beispiel, dass ich jetzt schon wieder eine halbe Stunde Verspätung habe, noch bevor es losgeht. Meine Damen und Herren am Gleis 7. Das ist nicht meiner hier. Inzwischen sind es 40 Minuten Verspätung. Ich bin übrigens auf dem Weg nach Stuttgart, um mir 2 Tage am Stück meinen Rücken tätowieren zu lassen. Das wird bestimmt kein Spaß. Eine der schlimmen Wahrheiten beim Tätowieren ist ja, dass es einfach todlangweilig ist, vor allem wenn man tätowiert wird. Du sitzt halt einfach regungslos da für mehrere Stunden und musst Schmerz aushalten. Das macht gar keinen Spaß. Wie ist es aus deiner Sicht? Ist es auch langweilig oder ist es geil? Also ich habe ja genug zu tun, deswegen ich habe da keine Langeweile-Probleme. Ich versuche meine Kunden so gut es geht zu bespaßen, ne? Aber stimmt, wem das Programm das nicht reicht, ne? Kann ich leider auch nicht. Celina, wie ist denn heute der Schlachtplan? Was machen wir? Ja, heute machen wir noch so viel wie möglich. Okay, also das heißt? Alles vorleinen und vielleicht ein bisschen schattieren, wenn der Marius noch Bock drauf hat und ich so schnell bin. Das kann ich natürlich auch noch nicht sagen. Halt mal die Kamera auf meinen Rücken, zeig mal, was vorleinen überhaupt heißt. Also wir haben hier halt noch so ein Gebirge und ja, das müssen wir halt noch irgendwie auf dem Rücken unterbringen und dann fehlt halt noch ein bisschen Wald und ein bisschen See, also eigentlich nur so eine halbe Landschaft und dann sind wir fertig. Also eigentlich alles relativ easy. Alles sehr easy going auf jeden Fall. Ja, total. Wie viele Sessions glaubst du brauchen wir insgesamt? Das ist mal eine Einschätzung. Ah, oh, das sage ich jetzt noch nicht. Weil Tätowieren eben so ein bisschen langweilig ist, machen wir jetzt einfach gleich ein paar Q&A-Sachen. Okay, Session ist vorbei. Ich bin jetzt noch beim Robin untergekommen. Robin kennt natürlich alle möglichen Leute als Schauter von Venues und A&R von A Rising Empire. Ich wurde gezwungen, diese Werbung zu machen. Frage Nummer 1. Wie viele Tattoos würdest du ersetzen lassen, wenn es problemlos möglich wäre? Wer stellt denn so eine Frage? Du warst wirklich der Erste. 2? 2 würde ich ersetzen lassen. 1, weil es einfach wirklich... Also das Motiv ist geil, es wurde nur sehr schlecht umgesetzt, weil ich bei einem sehr schlechten Tätowierer damit war. Ich würde das Motiv behalten, ich würde es nur gerne in besser haben. Und das ist bei beiden Tattoos der Grund. Gibt es einen Bereich, den du nie stechen lassen würdest? Nach der Erfahrung jetzt kann ich sagen, Popo auf jeden Fall. Das war wirklich alles, was so im unteren Rückenbereich war und Richtung Hintern ging, war
absolut grauenvoll, würde ich definitiv nicht weitermachen. Ansonsten Achseln, Intimbereich, Füße, hat jedes Tattoo eine Bedeutung? Ja und nein, nicht jetzt unbedingt die ganz klassischen Stories. Ich habe früher vor allem bei meinem linken Arm immer an allem eine kleine Story dahinter gehabt und die sind auch alle sehr cool. Das ist aus meiner Ansicht mein Jugend- und Kindheitsarm und ich finde alles daran auch ziemlich geil von den Motiven her. Wie gesagt, nicht alles geil gestochen. Inzwischen gehe ich eher so ein bisschen auf eine Ästhetik, die mir selber gefällt. Ich habe jetzt so ein bisschen die aktuelle Phase, wo ich naturbezogene Tattoos total geil finde. Deswegen auch der Bär und jetzt die Landschaft auf dem Rücken. Das hat dann nicht unbedingt eine Bedeutung, außer dass ich es ästhetisch extrem schön finde und natürlich auch mich persönlich inzwischen eigentlich eher dahin sehe, die Stadt irgendwann wieder zu verlassen. Sollten Tattoos bunt sein? Ja. Ja. Kann natürlich jeder machen, wie er es will. Ich mag bunte Tattoos extrem gerne. Tut das weh? Holy shit. Ja. Ich habe heute das erste Mal in meinem Leben nicht den gesamten Tag durchtätowiert, weil es einfach so krank schmerzhaft war. Hab ich noch nie erlebt. Ich habe teilweise lag ich schon 9 Stunden unter der Nadel und es war blöd. Aber das war jetzt nochmal ein ganz anderes Level. Hängt natürlich krass von der Stelle ab, aber insgesamt kann man schon sagen, es macht keinen Spaß. Schon mal versucht, selbst zu tätowieren? Nee. Und auch überhaupt kein Interesse dran. Jetzt doch mal eine Technikfrage. Lohnt es sich, 1500 Euro für ein Sachtler Flowtech-Stativ auszugeben? Meiner Meinung nach absolut. Tatsächlich kamen jetzt häufiger Fragen nach Stativen rein und klar, es gibt günstige, aber ich finde, wenn man einmal das Flowtech-System benutzt hat, ist es für die Kategorien, in der wir so unterwegs sind, einfach der geilste Shit, den man für Geld kriegen kann. Es ist so convenient. Es ist nicht perfekt. Es bleibt ein Stativ und Stative nerven, aber ich finde, es lohnt sich total. Und anstatt sich jetzt irgendwie erst ein günstiges und 1-2 Jahre später ein Flowtech zu holen, würde ich sagen, spar lieber ein bisschen oder greif tiefer in die Tasche und hole direkt ein Flowtech. Ist meine Empfehlung. Ob es das wirklich wert ist, musst du selber entscheiden. Aber probier es mal aus. Guck mal, dass du irgendwie in einen Shop reingehst oder so, oder jemanden findest, der ein Flowtech hat, weil es ist einfach wirklich freaking amazing. Wie viel haben deine Tattoos dich bisher gekostet an Nerven und Geld? Ein bisschen wie eine Schwangerschaft. Man liegt unter der Nadel und es ist scheiße. Man denkt sich, warum tue ich mir das an? Was soll die Scheiße? Ich mache das nie wieder. Und dann guckt man danach in den Spiegel und denkt sich, okay, cool, wann kann ich wiederkommen? Ich weiß gar nicht, wie viel ich insgesamt jetzt an Kohle ausgegeben habe. Auf jeden Fall schon einige 1000 Euro in Summe. Was ist das Besondere für dich an Tattoos? Bei mir ist es auf jeden Fall so gewesen, dass je mehr Tattoos ich bekomme, desto mehr stören mich auch die Stellen, an denen ich keine Tattoos habe. Und ich fühle mich dann immer nackter an den Stellen, wo nichts ist. Aber ich finde die Kunstform einfach total geil. Ich finde es geil, dass man den eigenen Körper zu einer Kunstfläche machen kann, die man immer mit sich trägt. Ist blöd, wenn es schief geht, aber wenn man sich da ein bisschen mit den Leuten auseinandersetzt, dann geht es auch nicht schief. Wann kann man die Porträtfilme sehen? Interessiert mich riesig. Ich habe tatsächlich von Jaschätzner V1 bekommen zu meinem Film und der ist sehr, sehr cool. Und ist, glaube ich, bald fertig. Ich hingegen arbeite noch an Joschas, dadurch, dass ich das Interview gerade erst frisch gemacht habe und es dauert noch ein bisschen länger. Aber auf jeden Fall noch dieses Jahr. Gibt's ein Tattoo, das du bereust? Nein. Wie hast du deinen Tätowierer gefunden? Ich habe schon sehr lange vor, mich zu tätowieren, kann mich aber nicht für eine Schriftart entscheiden. Ich habe mich noch nie selber für eine Schriftart entschieden, sondern einfach mit dem Tätowierer oder der Tätowiererin zusammengearbeitet. Und meistens haben die viel mehr Ahnung von Schriftarten als ich. Und dann gibt's einfach ein paar Vorschläge und man macht was. Und dann wird es schön. Ich habe einfach immer schon irgendwie viele Tätowierer kennengelernt. Finde auch, dass es menschlich erstmal irgendwie auch passen muss. Und ich beobachte die Leute dann sehr lange einfach. Was haben die für einen Stil? Wie tätowieren die? Was für Motive machen die? Und wenn ich das Gefühl habe, geil, ich finde jedes Mal alles, was die posten, irgendwie cool, dann bin ich zu denen gegangen. Hattest du schon mal Probleme oder Diskussionen für oder während eines Jobs wegen deiner Tattoos? Ich glaube nicht. Also wenn, dann ist es meistens eher positiv. Es gab dann auch, bevor ich mir das Hals-Tattoo gemacht habe, also, aber Banken am Arsch. Guess what, ich kriege immer noch Banktermine und nee. Robert hat eine sehr schöne Wohnung, aber es ist kameratechnisch wirklich Horror, weil hier ist einfach alles, alle Wände sind weiß. Überall. Eine Anekdote erzähle ich jetzt trotzdem noch einfach, weil ich gerade hier bin. Und zwar eines meiner früheren Tattoos ist dieses hier an meinem, wie nennt man das, Unterarm. Und es ist tatsächlich ein Kingdom Hearts Tattoo. Ich weiß nicht, ob es noch viele Kingdom Hearts Fans hier gibt. Aber es gab einen sehr berühmten Sommer im Jahr 2007, glaube ich, an dem Robin und ein anderer Kollege von uns, der Thomas, mehr oder weniger bei mir im Kinderzimmer eingezogen sind. Und wir haben einfach den ganzen Tag Toastbrot mit Erdnussbutter und Nutella gefressen und Kingdom Hearts gezockt.
Das ging, wahrscheinlich war das gar nicht so lange, aber in meiner Erinnerung fühlt es sich an, als wären es die gesamten 6,5 Wochen Sommerferien gewesen, was definitiv nicht stimmt. Aber das war so ein geiles und prägendes Erlebnis, dass ich mir anschließend dieses Sora, Donald und Goofy-Tattoo gemacht habe und die Initialen R und T für Robin und Thomas mit ins Tattoo gebracht habe, weil auch die Charakterzüge von Goofy und Donald irgendwie zu den beiden gepasst haben. Thomas ist immer so ein bisschen eine etwas kürzere Lunte und der Robin ist einfach der... Einfach dumm wie der Goofy. Einfach so ein richtig gechillter Typ. Und natürlich war ich immer der Held in der... Eigentlich wärst du ja der Goofy gewesen. Und so in diesen kleinen Mini-Anekdoten erzählt sich eigentlich mein ganzer Arm irgendwie über meine Familie, Freunde, Kindheit und lauter so Sachen. Und deswegen bedeutet mir das auch ziemlich viel. Und ich werde mit Sicherheit hier und da in den tausenden Tattoo-Sessions, die auf dem Kanal noch kommen werden, immer mal wieder ein bisschen was droppen. Hashtag des Tages, Calamari. Shit. Um die Ecke denken. Dazu muss man auch wissen, dass Robins Spitzname für mich Mari ist, anstatt Marius. Und dann macht's wieder krass viel Sinn. Ich fand den sehr clever. Calamari. Morgen steht ein relativ harter Drehtag an. Ich hoffe, das kriege ich mit dem Rücken überhaupt hin. Leute, tätowieren ist mega geil, aber auch mega hart. Vor allem, ich glaube, es wird schlimmer, wenn man älter wird. Alright. Vielen lieben Dank, bis morgen. Tschüss. Ich flüstere übrigens nur, weil Robin am Telefonieren ist.